Also gerade eben ist der dritte Luftschutzalarm hier ausgelöst worden, ungefähr 20 Minuten. Ich bin relativ noch aufgeregt, meine Beine zittern noch und ich wollte eigentlich jetzt einen Bericht oder euch ich wollte euch eigentlich jetzt vorlesen oder meine letzten Tage euch mitteilen, wie ich es erlebt habe. Und ich habe hier ein paar kleine Notizen aufgeschrieben. Wie ihr schon alle mitgekriegt habt, in Tel Aviv gab es vorgestern am 15.11. gegen 18.40 Uhr den ersten Luftalarm und am 16. um 13.30 Uhr den zweiten Luftalarm. Die Sirenen heulten wieder auf. Zeva Adom wird dieser Sirenenalarm genannt und bedeutet die Farbe Rot. Die Luftschutzsirenen heulen auf und dann sollte man schnellstmöglich einen Schutzraum aufsuchen. In Tel Aviv hat man ungefähr so 60 bis 90 Sekunden Zeit. Viele Wohnungen haben einen Schutzbunker, der im Erdgeschoss liegt. Zudem hat die Stadt viele öffentliche Bunker, die spätestens seit heute alle geöffnet sind. Das erste Mal war es ja am Donnerstag, da war ich zu Hause und da lag ich im Bett mit meinem Partner, als die Sirenen aufheulten. Die ersten Sekunden wusste ich gar nicht, was es bedeutet. Wir schauten uns an und beiden war uns bewusst, was los ist. Wir sprangen sofort auf und wir rannten wie verrückt durch die Wohnung. Im Treppenhaus liefen schon die ersten Nachbarn runter in den Schutzkeller. Kindergeschrei, Panik brach aus. Irgendwann war der Alarm vorbei und wir schalteten den Fernseher ein, um uns zu informieren, was die Medien berichteten. Es war alles vorbei und wir verließen das Haus. Auf den ersten Blick scheint das Leben in den Straßen von Tel Aviv ungerührt weiterzugehen. Unglaublich. Leute saßen unmittelbar nach dem Alarm in Cafés und Restaurants. Die Straßen waren voll. Auch ich bin am Abend ausgegangen, um auf andere Gedanken zu kommen. Entgegen aller meiner Erwartungen war die Nacht ruhig und ich konnte durchschlafen. Gestern am Nachmittag, als der zweite Zeva Adom war, war ich in den Israeli-Centers. Wir wollten hoch auf die Panorama-Plattform gehen, um die Aussicht von Tel Aviv zu genießen. Zum Glück oder nicht Glück, ein Freund von uns wollte nicht hoch und dann haben wir uns entschieden, doch nicht hochzugehen. Als wir Richtung Ausgang liefen, strömten die Leute von den Straßen in das Gebäude rein und du hast das Zeva Adom gar nicht gehört in dem Gebäude selber und uns war bewusst, okay, jetzt ist der zweite Luftschutzalarm. Diesmal hatte ich mehr Panik, weil ich war erstens im öffentlichen Gebäude und Frauen fingen an zu heulen und Kinder an zu schreien. Das war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Nach 2-3 Sekunden später nahm ich eine entfernte, aber dennoch hörbare Explosion wahr. Mein Alltag bis jetzt hat sich eigentlich nicht großartig geändert. Jetzt abends, wenn ich zu Bett gehe, lege ich alles zusammen. Handy, Schlüssel, Klamotten. Mein Blick auf den Straßen hat sich ein bisschen geschärft. Jedes Mal, wenn ich hier rumlaufe, gucke ich schon, wo ich mich schützen kann. Ich bin total scharfsinniger geworden. Also man nimmt auch die Geräusche ganz anders wahr. Alles. Danke an alle, die mir eine SMS geschrieben haben über Facebook, über persönliche Nachrichten. Das gibt einen Mut. Und ja, ich weiß, dass ich jederzeit wieder im Flieger sitzen kann, aber momentan will ich noch gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.